Hallo Freunde, ich freue mich, euch zu einer neuen Folge von Wizardry 8 begrüßen zu dürfen. Wir wollen jetzt wieder zurückgehen. Hier haben wir alles schon erledigt. Ja, dann haben wir keine... Wir springen herab. Das ist es eh, was ich jetzt nicht verstehe. Wenn wir da herabspringen, warum wir dann wieder nach oben kommen? Warum wir jetzt das Seil nicht loslassen? So hätte ich es nämlich verstanden gehabt. Rüberschwingen oder mit dem Seil runter und dann loslassen. Aber, naja. Das ist es, was ich immer noch nicht so richtig verstehe. Aber was soll's. So, wir bekämpfen die Fledermaus. Du auch die Fledermaus. Du bekämpfst die Rat... Nein, das geht nicht. Dann bekämpfst du das hier. Und du gehst mal auf die hinterste Gruppe. Und du gehst auch mal auf die hinterste Gruppe. So. Perfekt. Dann sind alle Gruppen... Nee, die zweite Gruppe natürlich nicht. Na, kriegen wir hin. Das sollte jetzt wirklich kein so großes Problem sein. Sag ich ja, wirklich kein großes Problem. So, es geht den Turm wieder herunter. Weil ihr ihn vergessen habt, loszulassen, das Seil. Naja. So. Turm geschlossen halten, kennen wir schon. Runter. Dann müssen wir hier runtergehen. So, und hier müssen wir auch nochmal runtergehen. So, ja, was haben wir hier jetzt? Da könnten wir auf jeden Fall wieder hier rausgehen. Wir könnten bei dir vorbeigehen, das wollen wir ja auch machen. Ja, und das war's eigentlich. Und wenn wir hier nochmal runtergehen, kommen wir hierher. Aber da haben wir auch nochmal zwei Wege, da brauchen wir Edelsteine. Und das ist auch nochmal verschlossen, aber da haben wir ja... auch noch keinen weiteren Schlüssel. Der Dingsschlüssel müsste ja jetzt eigentlich auch wieder weg sein. Der Turmschlüssel. So. Speichern wir hier mal kurz ab. So, und gehen zu dir hin. Schauen wir erstmal, ob der irgendwie vielleicht was Interessantes hat. Darf ich einen Handel vorschlagen? Ja, bitte. Handeln mit Talada. Hast du irgendwas Interessantes jetzt hier? Viele, viele Tränke. Ein Klopfbuch brauchen wir nicht. Brauchen wir alles nicht wirklich? Nö. Gepanzerte Beinschienen. Ah. Lederstiefel. Bin mir gerade unsicher. Können wir auf Sachen verkaufen? Gepanzerte Beinschienen. Okay, warte mal. Gepanzerte Beinschienen. Könnte vielleicht für Fala was sein. Das sind nämlich nicht gepanzerte, gepolsterte Beinschienen ist es ja. Die machen nämlich -4. Fala hat nur minus etwas an, was -3 bringt. Die Handschuhe, Lederstiefel. Lederstiefel bringen -5. Lederstiefel sind auch gut, sehe ich gerade. Spitzhacke bleibt auf jeden Fall drin. Splitter, ich weiß immer noch nicht, für was wir die Splitter brauchen. Na gut, dann lasst uns doch jetzt erst einmal... die Beinschienen holen. Gepanzerte Handschuhe, 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 Handschuhe. Gepolsterte Handschuhe. Nee, gepanzerte sind es sogar. Wenn ich wüsste, wer die gebrauchen könnte. Ich hole es mir auch mal. Und Lederstiefel. Weil die sollten auch besser sein als das, was Falan hat. Und ich glaube... ich weiß jetzt nicht genau, wer die anderen noch anziehen kann, aber das kriegen wir hin. Fala hat auf jeden Fall, also da haben wir auf jeden Fall was. So, reden, Talada.
Das Passwort, wir hatten es, hab's mir aufgeschrieben. Riesenberg, kann ich es jetzt einfach so sagen? Riesenberg, natürlich. Ich hätte es wissen sollen, oh ja. Das Passwort heißt Skelett Crew. Alles klar. Skelett Crew. Alles klar. Bis wir uns wiedersehen. Verlassen. So, dann schauen wir uns jetzt nochmal schnell an, was wir hier haben. Wir haben auf jeden Fall die gepanzerten Handschuhe. Naja, kann der Kämpfer tragen? Hammer nicht. Die Valkyrie, da wollen wir es auch hinbringen. Das bringt auf jeden... Ah, nee. Die Valkyrie hat Hände für minus 5. Ach du, der Lord hat schon was anderes. Unser Lord hier hat schon was anderes. Schande. Aber der Samurai kann es auch tragen und der hat noch gar nichts in den Händen. Sehr gut, Daolin darf es auch tragen. Was hast denn du in den Händen? Ach, du hast diese gepanzerten Handschuhe. Und das sind so ledergepanzerte Handschuhe oder wie auch immer. Und wenn ich jetzt mal kurz hierher gehe, hast du... Ja, die hier drin. Okay, okay. Dann gib an Daolin diese Handschuhe. Die Beinschienen, das ist minus 4. Könnte jetzt das auch Fala tragen, aber auch unser Samurai sehe ich. Und unser Priester auch. Minus 4, nee, unser Priester hat es schon. Wisst ihr was? Das kriegt dann auch. Gib Daolin die Dinger hier. Ansehen, Daolin. Dann, wo habe ich mein Ding her? Kriegst du... Jetzt minus 4, das sind die Beinschienen. Da hast du vorher mal was an, was minus 2 bringt, also... Das ist nicht schlecht. Und die Handschuhe, die haben minus 5 gebracht, richtig? Richtig, minus 5. Minus 4, minus 5. Da, ja, guck mal. Wir sind jetzt überladen wegen dem Seil. Aber klar, das, klar, wir haben jetzt halt ziemlich viel. So, Katana, Wakasashi, Lebensamulett, Lederhelm, Harnisch. Dann nehmen wir hier für die gepolsterten Beinschienen. Die gepanzerten Dings und die Halbstiefel. Wir geben an Tadada auf jeden Fall die Roben. Und dann müssen wir erstmal schauen, wen geben wir denn? Wen geben wir denn dieses schwere Seil? Weil wir sind überladen, das sieht man hier schon. Das ist jetzt hier auf blau gegangen. Ist noch nicht so heftig, aber dadurch kriegen wir jetzt ein plus 1 auf unsere Rüstungsklasse. Und ja. Das heißt, plus 1, wir haben jetzt eine Rüstungsklasse von nicht statt 10, sondern 11. Und dadurch ist das halt alles hier ein bisschen höher. 97. Ja, doch, du könntest es je nachdem tragen. Okay, es soll mal. Ich gebe es jetzt mal Fala in die Hand. Geht das? So, jetzt sind wir nämlich wieder hier. Ihr seht schon, schön runtergegangen. Und du hast auch noch bei plus 0. Bist auch noch nicht überladen. Sehr gut. Okay. Dann sind wir hier fertig. Wir könnten noch mal verkaufen gehen, die zwei Sachen, die wir haben. Mach mal irgendwann anderes mal. Dann können wir jetzt hier reingehen. Was ist denn das Passwort, Kumpel? Ja. Skelett Crew. Ist gut. Komm rein. So, dann dürfen wir hier reingehen. Haha. Lang ist es her, dass wir da noch nicht reingehen konnten.
Die schäbige Höhle ist von Rauch erfüllt, um die Tische geduckt mit Bier oder Hausbräuflaschen. Bewaffnet sitzt der wildeste Trupp Diebe, Wegelagerer, Landstreicher, Piraten und Halsabschneider, wenn ihr je unter einem Dach versammelt seid. Als ihr den Raum betretet wahrscheinlich, wird es still, Augen richten sich auf euch und jede Unterhaltung erstirbt. Du siehst über die Tische hinweg und staunst, was ein flüchtiger Blick alles offenbart. Ein Haufen Goldmünzen, ein Spielkartensatz, sogar die Kerbe auf einem Würfelbrett. Das alles und jedes kleinste Detail der stachenden Gesichter. In dem merkwürdigen Augenblick, wie du glaubst, vor dem Tod, kommt dir etwas in den Sinn. Gibt es doch noch einen Ausweg aus euren bevorstehenden Ableben? Dein Blick wandert durch den Raum, über Gesichter, Rauch und Gestank hinweg und fällt auf etwas Seltsames. Hinter Stahlstäben ist die ausgestopfte Figur eines Mannes. Aufrecht mit grimmigen Lächeln steht er im Frack, Rüschenhemd und blauen Hosen da. Auf den Kopf trägt er einen schwarzen Dreispitz und meterlange, dichte, schwarze Locken. Weder die schwarze Augenklappe noch der ausgestopfte grüne Papagei auf seiner Schulter, ja nicht einmal der Ausdruck auf seinem Gesicht, fesseln dich. Vielmehr ist es die Stelle am rechten Arm, an der eine Hand sein sollte. Dort ragt ein blank polierter Stahlhaken hervor. Mehr Zeit bleibt dir nicht. Ein großes, fettes, stinkendes, ekeliges Schwein von einer Kröte tritt an dich heran und rülpst. Ach, ich bin der Captain Mattei. In Wegewaschlappen. Wir halten nichts von Fremden, die sich noch nicht in tödlichen Kampf bewährt haben. Wir haben hier zwei Arten Wettbewerb. Den altmodischen Kampf und das zivilisierte Trinken. Was sonst? Wollt ihr kämpfen oder lieber trinken? Wir haben einen Zwerg dabei. Zwerge sind doch eigentlich trinkfest. Aber er fragt Daolin. Anscheinend. Trinken? Ah, meine Art Wettbewerb. Gießt ein die Getränke. Pro Runde 50 Gold. Kauft ihr eine? Ja. Euer Böden nach oben. Gut für die Kehle. Pro Runde 50 Gold. Kauft ihr eine? Ja. Arme Daolin. Boden nach oben. Ha, ha, ha. Gluck, gluck, gluck. Mal sehen, ob... siehst ein bisschen blass aus, Kumpel. Ja. Ausdauer ging gerade ziemlich runter. Ich wollte eigentlich unseren Zwerg hier trinken lassen, weil... Ja, der sollte eigentlich trinkfest sein. Stehst ein bisschen blass aus, Kumpel. Ja, bitte. Kämpfen wäre vielleicht einfacher gewesen. Okay. Schaffen wir es, den unterm Tisch zu saufen? Gut für die Kehle. Achso, jetzt war er wahrscheinlich dran, jetzt sind wir dran. Arg, hab noch nicht, keine Ahnung was. Wenn nicht, müssen wir vielleicht mal laden und vielleicht mal den Zwerg nach vorne tun. Oder jemanden, der sehr, sehr viel Ausdauer hat. Ich hab noch gar nicht angefangen. Also ich finde eigentlich mit dem Trinkwettbewerb das zu machen, besser als, ihr wisst schon, zu kämpfen halt. Ach ja, Daolin ist ziemlich besoffen gleich. Bäh, wird mir schlecht. Der Captain ist ohnmächtig, du hast gewonnen. Aber es hat nicht viel gefehlt hier. Junge, Junge. Captain Mattei verschwindet. So. Huiuiuiui, das hat echt
nicht viel gefehlt. Wir müssen definitiv nach oben gehen und mal ein bisschen was machen. Da haben wir noch Türen. Viele, viele Türen. Im Gitterkäfig starrt euch der tote Pirat mit der Hakenhand an. Aus der Nähe wirkt er noch makaberer. Wir haben doch den einen Schlüssel gekriegt. Von dem einen, um den Captain zu befreien. Ich meine, er ist zwar tot, aber ja gut. Der Silberschlüssel müsste das sein. So, dann rein. Der Käfig war wohl aus gutem Grund abgeschlossen. Als er den Körper berührt, zerfällt er zu Staub und Knochen. Nur Mantel, Dreispitz, ein ausgestopfter Papagei, eine Augenklappe und natürlich der finstere Stahlhaken bleiben übrig. Wir finden Stahlhaken, Wildlederwams, eine Augenklappe, ein Dreispitz, ein grüner Papagei und 1000 Dingsbums. Der Stahlhaken bekommt Fahler, den braucht man noch, den Wildlederwams, tadada, den können wir verkaufen. Der Augenklappe, Ora-Il zum Identifizieren, genauso wie den Dreispitz. Und den grünen Papagei auch mal. So, sonst noch irgendetwas? Na, das war's. Dann können wir uns mal diese drei Türen zuwenden. Oder schau mal, nee, wir schauen uns doch erst einmal das Zeug an, was wir da haben. Die Augenklappe würde Rüstungsklasse 4 haben. Moment mal, 4. Das ist minus 1. Das heißt, das würde doch eigentlich sogar schlechter sein, oder? Das würde doch eigentlich schlechter sein. Da ist auch ein Fluch drauf, wie wir sehen. Ja, also das ist keine gute Sache. Dann der Dreifspitz. Minus 2 für den Kopf. Kämpfer, Druide... Der Bade, unser Bade hat Helm minus 2, ist dasselbe wie das hier. Hat der vielleicht noch irgendetwas Schönes drauf? Dreispitz? Nö, das ist ganz normal. Also den können wir eigentlich auch verkaufen. Und der grüne Papagei, ja, kann jeder benutzen, hat Rüstungsklasse 0. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Quest... Ne, da ist auch ein Fluch drauf. Okay. Aber ist auch noch irgendwas Spezielles drauf. Also es ist ein Fluch drauf. Ich verstehe immer noch nicht genau die Anzeige, was das jetzt hier heißt. Ob das jetzt heißt, dass wir noch nicht genug identifiziert haben, um das zu sehen, was das ist. Oder wie auch immer. Also es ist auf jeden Fall ein Fluch drauf und irgendwas Spezielles noch. Dann geben wir mal die Augenklappe, den Dreispitz und den grünen Papagei. Ah, das lassen wir mal. Vielleicht kriege ich da auch noch ein bisschen was raus. So. Wir speichern, dann schauen wir mal. Ist die Tür offen? Die Tür ist offen. Ist da was drin? Nee. Auch keine Dingsbums. Kein Schalter oder sowas. Hier? Auch eine einzelne Tür. Scheinbar auch nichts drin. Okay. Dann schauen wir hier rein. Ja, selbe wieder. Selbe wieder. Und hier rein. Am anderen Ende des Zimmers liegt Captain Matey friedlich schnarchend auf einem schäbigen alten Bett. Ah ja. Speichern wir mal. Dann können wir den vielleicht noch plündern, ha? Der betrunkene Captain liegt laut schnarchend quer unter dem über den Lager. Mhm. Wir können aber nichts suchen. Es ist die Frage, können wir das Ding noch öffnen? Inspizieren. EA, ein Leerzeichen, LFCDS, ohne A, entschärfen,
Also da müsste ja ein Leerzeichen sein. Das müsste dann eigentlich schädliche Dämpfe sein. So, wurde entschärft. Auferstehung, Giftbombe-Zaubertrank, Brustschutz, Schädeldolch. Mhm. Das gebe ich jetzt alles mal dir hier zum Anschauen. Auch diesen Dolch. Kein Platz. Dann kriegt das hier mal Daulin. Bei einem Ruck erwacht der Captain. Man stöbert in mein Zimmer hinweg. Abschaum. Gleich werdet ihr sterben. War klar, dass wir jetzt nochmal gegen ihn kämpfen dürfen. Uff, ja. Hast du da Spruch Ausdauer? Kannst du da 6 Ausdauer auf Daulin bitte geben? Du machst auch mal einen Kampf. Du machst auch mal Ausdauer auf Daulin. Es war so klar, dass das passieren wird, aber ich meine, was soll's. Müssen wir halt doch nochmal gegen Captain Dingsbums kämpfen. Müssen wir noch schauen, was der uns alles da gegeben hat. Hat der eigentlich viel HP? Ja, der hat viel HP. Also, du darfst jetzt mal kämpfen. Du darfst kämpfen. Du machst einen Spruch, und zwar eine Heilung, Stufe 2 auf Talada. Du darfst kämpfen. Probieren wir es nochmal mit der Laute. Und ich glaube, wir machen jetzt tatsächlich mal einen ziemlich heftigen Energiedingsbums. Der hat nämlich viel, viel HP. Nur 13 Schaden. Autsch. Okay. Du machst nochmal das hier. Du darfst nochmal heilen. Ich glaube diesmal auf das hier, auf dich selber. Nochmal einen Kampf. Dann benutzen wir vielleicht das Harmonium. Und andererseits, das hat nicht so arg viel gebracht. Probier mal vielleicht mal das Magiegeschoss aus. Vielleicht ist das besser. Dass das besser bei ihm wirkt. 20 Schaden, ja, auch nicht so heftig. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. Das ist, glaube ich. Ah, irritiert. Okay. Das hat jetzt was gebracht gehabt. Er ist irritiert. Autsch. So. Kampf, Kampf, Kampf diesmal. Auch nochmal Kampf. Dann versuch nochmal die Laute zu spielen. Und du machst nochmal ein Energiegeschoss. So. Ich glaube, es müsste man aber bald haben. Wenn wir denn treffen. Hey, nicht uns treffen. Wir sollen ihn treffen. Ja, das geht nicht. Ah, Sinaloa, deine Ausdauer gefällt mir nicht. Du musst dich unbedingt ausruhen. Eine Machete, ein Lederhemd, ein ledernes Beinschutz, ein Dreispitz, 5 Wurfdolche. Ja, also die Machete kommt mal hierher, das Lederhemd genauso. Das hier hierher, der Dreispitz darf hierher und die Dolche kommen hierher. So. Und ich würde auch sagen, hier hören wir mal auf. Ich muss da mal noch schauen, dass wir die Sachen identifizieren bekommen. Das machen wir dann, denke ich, beim nächsten Mal. Und dann schauen wir mal, wo wir als nächstes hingehen. Ich denke, im Schloss sind wir jetzt erstmal wieder fertig. Da, wo wir noch hingehen können, können wir leider nichts machen. Da, wo wir noch nicht gewesen sind, so meine ich es, da kommen wir leider noch nicht hin. Das wäre im Keller, dass wir noch 2 Dinger haben. Wenn wir vom Keller noch nach oben gehen, war noch irgendwas, wo wir noch nicht hinkommen. Und ich glaube, das war es dann gewesen. Okay, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.